Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Altis Live, einem Arma 3 Mod. Und zwar heute mit dabei der Benny. Ulu hier. Ulu hier. Hä? Steigen? Steigen. Kann ich liegen. Auch steigen? Liegen? Sitzen? Sitzen? Liegen? Ich lege mich mal hin. Schienbein lecken. Jetzt komm. Ich schreie mich. Oh, bist du ein Römers? Aber ja. Ich bin Römers. Ja, und meine Wenigkeit im Darky Priest. Ja gut, eigentlich, wir wollten ja hier... Mann, steh wieder auf, steh auf. Ich wollte doch einen LKW kaufen hier. Ich habe auch vorhin das Tor aufgemacht, also wir können Kados durchbrettern. Nee, oder? Bist du irre. Also hier, Truck Boxster White oder Rot. Rot oder White? White. Weit, scheiß drauf. Kaufen. Wo ist er? Oh, der ist aber, das ist das schönes schön. Weiß. Ach, vorne ist weiß. Okay. So, schön. Wir haben schon unser Guck mal, das ist das neue Arma-Zeichen. AA. Americans Army. Was soll das heißen, das Zeichen davon? Hä? Ach, da. Cool. AA. Wie kann man da hinzoomen? Ah, so. Rechtsklick. Zoomt man. Hier ist nur abgeschlossen, Mann. Gib mir mal den Schlüssel, Balthasar. Balthasar hat deine Nummer. Schlüssel. Warte mal. wie nochmal? Z. Dann Schlüssel. Schlüssel? Den Schlüssel von der Geländewaage auswählen. Darunter mein Name. Und dann dieses beige-gelb unterlegte Schlüssel-Button drücken. Müsstest du haben. Was gegeben. Und nur zwei Schlüssel hab. Okay, cool. Ja, fahr vor, du Schwein. Nee, du fährst vor. Du hast dir sicher schon alles gemerkt. Oh, ich hab gar kein Zeichen auf dem... Ich will ein rotes X haben auf meinem Truck. Man. Alles klar, Mann. Jetzt fahren wir da raus, davor, da rechts, darüber sind wir da. Alles klar, Mann? Ich fahr da hinterher. Oh, du hast aber ein knatteriger Diesel, den schönen V8 da und ja, ja. Fast 75% meiner vier Zylinder werden benutzt. Also aufpassen, wir müssen hier gleich scharf rechts hoch irgendwann. Ja, ja. Hier. Ich bin deutlich langsamer wie du, aber ich glaube, ich habe auch einen leichteren, einen längeren Bremsweg. Hui. Auf die Was? Idee sind wir eigentlich auch ja. noch nie gekommen, ne? Im ganzen Let's Play der letzten Staffel sind wir nie drauf gekommen, dass wir vielleicht zwei Autos kaufen könnten. Es dauert übrigens 2 Sekunden. Bist du da? Ja, oh, ich schanze hier gerade. Hui. Ach du Leute. Muss laut schreien, wenn du nicht in der. Übrigens will ich mal den lieben Knusperkopf grüßen. Hulu Knusperkopf! Geht auf seinen Kanal und abonniert ihn und lasst einen Daumen hoch da, er freut sich. Aufpassen! Nicht so schnell, weil hier müssen wir gleich runter. Hier ist schon die Kupplung. Achso. Hier unten. Okay. Aber da kommen wir hier nicht rein, wir müssen da vorbeifahren. Das war das, wo das komisch ist. Okay. Achtung, hier am Haus rein und Vollbremsung rüber. Yeah, man! Boah, bist du irre! Ich hab einen LKW, Alter! Du wolltest damit fahren. Sprich mal mit dem Heinz, Alter! Die haben nicht so ganz den kurzen Bremsweg. Wie er davon angeschüttelt kommt mit dem Vorbei. Hat irgendwie was UPS-mäßiges, ne? Ich bewege mich nicht, solange der Motor noch läuft, weil Darky hat am Steuer. Nein. Ach komm, so schlecht war das jetzt nicht. So, mein Guter, wie greift man hier auf das Inventar zu? Ah, einfach mit dem Mausrad, ne? Nee, Mausrad kannst du. Nee, kannst du nicht. Okay. Erstmal sammeln. Dann T. Kofferraum, Inhalt. Okay. Genau, und dann müsste halt nachher immer, ich habe immer auf 1 gelassen und habe dann quasi 1 genommen, 1 rein, was immer so hin und her, dass man nachher Barren und Erz. Ja, aber du weißt immer noch nicht, wie das geht hier mit dem. Wenn du mehr machst, dann nimm das nicht. Mit dem Benutzen. Wenn du keinen Platz mehr hast. Alles klar? Alles klar.
Aber du weißt immer noch nicht, wie das geht mit dem Benutzen, ne? Also mit dem Spitzhacke. Das gibt's hier drin nicht. Gibt's hier nicht, okay. Es ist auf jeden Fall nicht erklärt. Nur das Benutzen ohne Spitzhacke oder ohne Also Werkzeug, diese sammeln ohne Äpfel pflücken und so. Spitzhacke. Also alles in mein Auto reinladen, ne? Das Ja, du weißt du. lädst in dein Auto, ich mach meins voll und dann kann ich Nein, auch weil dein, du weil du willst doch kannst jetzt auch gleich bei mir und hinfahren bei wegen dir, dem wir haben ja Helikopter. Schlüssel. Achso, nee, Alles wir brauchen klar. ja erst die Kohle. Wir machen alles voll und gut. Ja. Bei dir passt halt deutlich mehr rein, also wird mein Auto schneller voll sein wie dein. Ja gut, wir werden in dieser Session wahrscheinlich noch zwei Folgen oder so. Also diese und noch eine mindestens, oder? Uhrzeitmäßig passt das Ja, ja. ja, ja. Läuft. Muss ja nicht gerade bis nachts um eins sein. Also Leute, wir arbeiten ja auch noch. Also ich habe jetzt 12 Stunden. Benny hat 11. Also wir sind nicht untätig. Und zeig mir mal einen YouTuber, zum Beispiel Sarazar, der hat dann die Entschuldigung, es kommt nicht jeden Tag oder jede Woche. Seht ihr, das mache ich immer. Schon seit immer und ja, hab auch meine fast 1000 Folgen. Hulu 1000 Folgen. Also von dem her, ja, kann es auch mal passieren, dass ich keine Folge bringe, aber. Glaub Wie viel nicht, hast du denn ich. schon? Folgen? Na, nein, Ja, ich Erbte. weiß. Ja, das Problem ist, ich check immer nicht genau, wann er jetzt aufhört. Ich habe jetzt 20 benutzen. Ja, ich habe jetzt Wie 24. Ich viel glaube, das müsste mal Ladekapazität Inventar hatte theoretisch voll der sein. LKW? Weiß ich gar nicht. Ja, Inventar voll. Aber ich kann nicht das umdrehen. Ach, ich brauche mich gar nicht umdrehen. Ich kann das hier machen. Nicht mal bewegen muss ich mich. Ich muss mich auch nicht bewegen. Warte, jetzt hole ich noch einmal und dann ist mein Inventar voll. Jetzt, wie war das? T. T. Kupfererz. 23. Lagern. Gut, die sind mal drin. Entschuldigung. Schließen. Weiter geht's. Also das ist ein bisschen umständlich hier mit dem. Oh Mann, was ist denn? Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Mit dem Z benutzen, aber ja. Warum zeigt jetzt immer noch an? Oder dauert das so ewig, die Anzeigen, dass die weggehen? Ja, bleibt immer oben dran. Oh, ich sehe schon. Ich habe halb Durst und ja, kurz vor halb Hunger. Aber wir haben ja genug zu trinken. Von dem her reicht das. Haben wir noch? Ja, 4 Flaschen und 4 Kaninchen haben wir. Ein Doppelvierer. Auf. Bau. Bau. Dann mache ich dein auch gleich voll. Ja, wenn schon, dann richtig. Spitzhacke benutzen. Es wäre natürlich richtig cool, wenn wir in dieser Session noch den Helikopter schaffen. Danach können Ja wir auch gut, mal aber die ich glaube, der lukrativen. kostet auch 1 Million, oder? Wenn da schon so ein Was größerer meinst du? LKW Es gibt ja 300.000 kostet. verschiedene. Ach, du bist wieder zu nah dran. Er kann nicht in deinen Kofferraum tun, du bist zu nah dran. Entschuldigung, warte, ich baue gerade noch ab. Jetzt, ich gehe weg. Hier kann ich, kann nicht alles reintun. Ja, weiß nicht. Voll. Deiner ist voll. Wie viel drin? 37 passen bei dir rein, bei mir 16. Okay, also mehr wie die Hälfte. Kann ich noch mal ein paar abbauen, dass mein Rucksack voll ist. Benutzen. Wie viel habe ich denn jetzt drin? Sekunde. Auf. Zeig. 18. Also kann ich noch ein bisschen machen.
mache ich mir nämlich auch noch voll und dann geht es schon wieder los. Hier. Dann markiere ich schon mal den Schorsch hier. Was braucht man nach dem großen Verarbeitungsgedöns? Das ist da hinten. Mhm. Kupferschmelze, hier müssen wir hin. Habe ich markiert auf der Karte, dann siehst du schon mal ganz leicht, wohin du musst und wie weit es noch ist. Ich? Wieso ich? Ja, ich habe es ja auch, man kann es ja auch machen. Das Karte. Ja, ich muss ja nur abbauen, ich habe erst 22, ja gut, 23. Aber leider keine Wegpunkte, also keine Navi-Punkte. Straßentechnisch wäre auch nicht schlecht. Ja. Weißt du genau, wann du abbiegen kannst? Aber vielleicht mit Kompass, mit GPS? Vielleicht geht das ja auch alles. Wo bist denn du? Ich bin neben deinem Auto und baue noch ab, Mann. Aufpatten! Entschuldigung. Aber durfte ich mal eben. Oh, bitte nicht am Schienbein spielen, Mann. Ich bin komm, aber Landvermesser, staatlich bestellter. Ah, los, ich hol dich doch eh ein. Hm? Ja, ich weiß ja nicht wohin. Heute nicht wohin? Mann, ich weiß doch nicht wohin, Mann. So, habe ich jetzt alles voll. Also ich glaub dir einfach mal, dass mein Autowagen voll ist. Autowagen ist voll, alles voll, alles voll. Okay. Bist du da? Bist du bereit? Fahr. Start your engine. Fahr. Knatterton im Hintergrund. Mhm. Man. Man. Hui. Was ist denn da los? Hui. Falls jetzt bekannte Strecken gehen. Wenn es jetzt unbekannte Strecken sind, dann ist blöd mit Navigieren. Sitzt weit. Ja, ich kenne die Strecke jetzt nicht, weil... Ja, du kennst sie nicht, ich kenne sie auswendig, aber ich sag nachher, wenn irgendwo... Gut, eigentlich... Eigentlich bin ich ja immer mitgefahren, aber... Auf jeden Fall mal 2-3 Minuten fahren, ohne zu gucken. Okay. Geht schon. Alles klar, Mann. Alles klar. Ich sag mal, wir sind ja schon öfters auf der ganzen Karte gefahren. Ja, eigentlich also, die Insel die kennen wir Karte ja, aber... Aber ist halt schon 2 Minuten her, ne? Ja, das schon, aber es geht. Bist du noch in Schlagdistanz? Oh. Siehst du mich? Also, okay? Ja, ja, alles klar. Aber ein bisschen langsamer. Ja, ich kann langsamer. Du bist schon am Horizont. Ich will ja nicht, dass du mir hinten reinfährst. Ich sehe dich ja nicht, weil ich umdrehen. Das macht keinen Sinn. Das passiert so schnell nicht. Also vorne kommt gleich eine scharfe, also eine Kreuzung, wo wir rechts ab müssen. Geht bloß nach rechts oder links. Okay. Jetzt hier bei mir, also da wo ich jetzt bin, geht es okay. Scharf rechts. Ja. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Alles klar, Mann. Hin hier. Was nach rechts? Ja. Oh, achso, er ist noch gar nicht. Wir müssen nach klar. Rechts. Ich sehe es gerade. Rechts? Ja, ich sehe deine Spuren. Ah, jetzt kommt er. Ich sehe deine Spuren im Schnee, Alter. Es wird dunkel. Licht an. Okay. Wie geht Licht an? Noch nicht besser? L oder was? Mein Licht angemacht, Mann. Wie geht Licht an? Was? Wie geht Licht an? Also wie geht einfach Mausrad drehen und dann steht einfach automatisch dann dran oben Licht. Oh, Alter! Oh, ich fahr grad fast in dich an. Und gleichzeitig noch lenken und Gas geben natürlich. So. Ja, hat er Licht an, sehr schön, hat er gut gemacht, Mann. Hab ich gelernt. Hast du gelernt. Von der Benji. So, jetzt fahren wir immer geradeaus weiter. Okay. Dann kommen wir am Ding sind wir gerade vorbei am Verkäufer. Ja, aber wir müssen erst zum Verarbeiter. Ja, der ja. Verarbeiter ist jetzt nach der Todeskurve die Stadt rechts rein. Mal so, kleine Information. Ja, ja. Aber es war dunkel, da wird deutlich schwieriger zum Fahren. Aber du musst ja auch... Also, bin ich zu schnell? Ja. Ich sehe die Eier hin. Ich sehe deine Scheinwerfer. Sieht ja meine auch. Das ist kein Scheinwerfer, das ist ein Anglerfisch. Wie schnell fährst du? 115 Stunden, glaub drin, ne? Das war ein PS, du Affe. Also. Ich hab hier voll Gas, voll W durchgedrückt. Also ich geh mal weg, ich fahr jetzt grad 70 km/h, fahr ich dann. Was fahr ich denn grad? Wo steht denn das? Da oben links, Mann. 100 km/h, Mann. Wie schnell fährst du? 100. 100? Ja, Mann. Aufpassen, nicht rechts reinfahren. Ich guck voll nach hinten und fahr vor. Okay, macht gar keinen Sinn.
Da kommen ein paar schwere Kurven auf. Oh nein! Nein, ich höre schon im Hintergrund krachen. Findlinge! Blinkst du oder was machst du eigentlich? Da kommen doch auf. Nein. Weißt du gar nicht wohin? Ah doch, fahr. Bremst! Boah, nicht bremsen. Alter! Komm, wir halten an, mal gucken, wir Beschleunigungsrennen. Ja! Lustig. Du weißt, dass ich immer noch beschleunige. Knatter, knatter, knatter. Der wackelt auch voll. Warte. Komm, der Runde 3, gibt gehalten. 2, 1, los! Ja, Mann! Unnötig! Nein! Komm, geh weg! Achtung, okay, überhol mal eben. Oh, leck. Was war das denn? Alter! Manson spielt Arma 3. Auch nicht schlecht. Kommt hier gerade die Anzeige, du spielst mal eben Arma 3. Herrlich. Kommt da vorne eine scharfe Linkskurve und dann kommt die Todesrechtskurve, ne? Todeskurve also hier. Ulu Mafuyu, Ulu Bronzebeard. Ulu Turbinator. Ne, Turbinator ist ja gar nicht, ne? Doch, Turbinator. Ja. Was leuchtet da hinten? Das bin ich. Ja. Ich bin eine Leuchte am Horizont. Boah, Alter, hey, ich hasse Autofahren. Ich hasse es. Ja, dann aber Nacht. Nacht ist eh komisch. Ein bisschen, nee, das ist sogar ein bisschen geiler. Also mein Tank ist immer noch gleich voll. Also irgendwie verstehe ich das nicht. Ich weiß auch nicht, wo der angezeigt wird. Ah, doch oben, ganz oben. Das ist der Balken. Ja, jetzt habe ich verstanden. Achtung, 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 hier rechts rein. Ja, hier rechts. Mal rechts, hier rein. Extra angehalten, das ist schwer. Ja. Das Coole ist, ich habe keine Rücklichter. Und so und ja, Engine, ja, ganz oben ist der so weiße Balken. Und der geht runter. Ja, wie immer. Ja, ja, ich habe vorhin nicht gesehen, weil der Balken hat sich nicht geändert. Das habe ich gesehen, fällt ein Zentimeter an dem Balken. Eigentlich könnte man einen Staubschrei machen, halt, oder mehr? Aber deutlich. Echt jetzt? Ja, mach N. Oh ja. Ja, klar, dann sehe ich die aber nicht mehr vor lauter Staub. Nee, so ist besser. Gut, immer der vordere macht am besten rein. Aufpacken, hier langsam fahren. Ja, wir müssen jetzt hier rüber. Wo ist hier? Siehst du mich? Nee. Warte mal kurz. Ja, ja, ich bin da. Ja, hast. Ich kann nicht so schnell bremsen. Hier aber vorne ich, und dann rechts. Ich nehme deine vor bis zum Gebäude und dann auf der rechten Seite ist er. Okay. Ich fahre links rein und du kannst als... Oder egal. Wir parken einfach da und laufen zweimal, egal. Ich bleib da stehen. Nee, nee. Mach du rückwärts und ich fahr vorwärts. Okay. Oder ich fahr auch rückwärts. Mir egal. Ja, passt bloß ein Auto rein hier. Ja, ich kann ja vor dir stehen. Achso, ja, ich kann da ein bisschen schräg stehen. So, alles klar. Halt doch an! Boah. Halt doch an, Alter! Was macht der denn? Warum hält er denn nicht an? Bremsen ist ein Gas geben. Nee, jetzt ohne Quatsch, ich hab gebremst. 100 pro. Alter, nichts passiert, mal alles klar, was? Ein schöner Autowagen. Ja, sei jetzt hier mal froh, dass bei meiner Karre nichts passiert ist, ey! Jetzt guck ich mir gleich mal den Kratzer, oder? Was stellen Sie sich denn so dackelhaft dumm in meinem Weg, nein? Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Mit Ihrem scheiß komischen T-Shirt und der kurzen Hose? Sie sind doch sicher ein Bombenleger! Das ist, glaube ich, Ihnen gar nicht! Gange sofort! Gange! Putzele, komm schnell! Putzele, komm schnell! Sonst vergaß ich. Vorarbeiten, Mann.
Oh Mann, hä. Also wie gesagt, muss immer Kupferverarbeiter. jetzt schön tauschen. Achso, du hast ganz voll, ne? Ja. Ah ne, es geht, Kupferbarren ist weniger. Schon wieder Zeit. Ja. Da schreit doch jemand nach. Also Kupferbarren hat weniger Platz wie Kupfererz. Dann hast du immer ein bisschen Reserve nach dem Umwandeln. Okay. Also kann ich reinnehmen und wieder raus tun. Genau, So wie kannst ich es immer dir tauschen. vorhin Immer, erklärt mach habe immer in Einzelstück, der einer vor Stückchen. drei. Ein Stückchen. Was eins? Eins. Also bist du ja wieder, ah, das Problem, wenn wir zu nah dran sind. Ne? Ah, Na, jetzt jetzt bin Tee. ich hier. Wie war das Tee? Gut. Aha, full, full. Okay, jetzt geht gar nichts mehr, weil beides voll ist. Ah, nee, geh. Gut, du kannst bloß einmal auswählen, dann kannst du noch links und rechts klicken, ohne oben auszuwählen. Ja, ist mir schon klar. Ich habe jetzt zum Beispiel die kompletten Kupferbarren schon in meinem LKW, Ich auch. weil ich mache einfach hin und Ich her. wandle ja wieder um. Oh, Wasserflasche habe ich auch schon eine drin. Nein, das wollte ich jetzt nicht. So, aber meine lieben Leute, das haben wir euch ja schon, glaube ich, dreimal oder viermal zugemutet. Deswegen würde ich sagen, bye bye, meine lieben Freunde, und wir treffen uns bei der Abfahrt wieder. Deswegen sage ich Tschüssen und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Altes Live mit dem Mensen Benny und meiner Wenigkeit, dem Dorky Priest. Also bis zum nächsten Mal, danke fürs Zusehen, Tschüssen!